Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prince of Persia The Forgotten Sands. Und wir sind immer noch in den heiligen Hallen von der guten Dame, die wir hier begleiten. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen, weil die letzte Aufnahme ist jetzt schon wieder ein paar Tage, beziehungsweise so lange ist sie eigentlich noch gar nicht her. Sie ist jetzt mal gerade eine halbe Woche her. Oh, okay. Da habe ich gedacht, die geht in die andere Richtung, aber die kommt zurück, okay. Das heißt, wir gehen nochmal gucken, wo die lang geht tatsächlich. Okay, die geht hoch. Und kommt dann da runter, hä? Okay, jetzt schnell sein, verstehe. Okay, da mal schnell rüber. So, zwei Rollen wieder. Eine kommt zurück, eine kommt in die Richtung. Timing. So, so. Okay, das war zu früh. Also nochmal einen Moment warten. Jetzt. Ach, gut. Einfach einen Moment warten, hilft schon. Zwei gehen hoch und runter in einem kleinen Viereck, okay. Das heißt, wir haben ein kleines Zeitfenster, wo wir rüberspringen können und dann an den Pfeilen vorbei. Sehr gut geklappt. Ganz erstaunt von mir. Och nö, nicht schon wieder Skarabäen. Diese kleinen Viecher sind etwas nervig, finde ich. Na, kommt schon. Hoffentlich nicht so viele diesmal. Obwohl die Skarabäen eigentlich immer noch einfacher tot zu kriegen sind als die meisten anderen Gegner, von daher ist das schon okay. Ah, so eine Wand also. Und dann, so, okay. Nicht weit genug gelaufen anscheinend, okay. Gut, also nochmal ein bisschen zurück und besser von der Kante vorne weg. Wahrscheinlich so und immer noch nicht. Immer noch zu kurz, gibt's doch nicht. Boah, man muss aber wirklich bis zum letzten Ende. Und neues Skarabäen, okay. Aber erstmal hier hinten einmal kaputt machen. Gut, es gab jetzt nur Leben, schade. Ich hatte eigentlich auf blaue Kugeln gehofft. Ja, ich glaube, da war eine bei. Ja, da war eine bei, gut. Na kommt schon, geht weg. Noch einer. Okay, das soll es gewesen sein, hoffe ich. Nein, immer noch nicht. So, aber jetzt. So. Wohin ist die Frage? Jetzt haben wir da auf Wasser. Und was bringt uns das Wasser gerade? Okay. Ja. So. So wollte ich machen. Wow. Der Sprung war, also das war gerade gar nicht mal so schwierig. Also schwierig war es nicht, aber es war echt cool. Dass man da so hochkommt, nicht schlecht. Okay. Was gibt, macht sie jetzt? Ah, sie lässt das Wasser wieder fließen hier. Die Wasserspeicher von Rickham. Okay, gut zu wissen, dass wir jetzt in den Wasserspeichern sind. Okay. Wir haben hier das hier. Damit können wir da rüberlaufen und dann. Ah, zur Mitte springen, okay. So. Dann wahrscheinlich den hier. Nein, nicht loslassen. So. Das war knapp. Dass er den noch genommen hat, so im Landeanflug. Das war gerade echt doch ein bisschen enger, als ich es gewollt habe. Da kommen noch ein paar blaue wieder. Momentan verbrauchen wir doch ganz schön viele davon. Okay, Wasser ist an. Dahin. Dann dahin. So. So. Und springen und anmachen. Wow. Echt heftig. Also die hier sind jetzt doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Und wir kriegen Freunde. So. Und so einen großen auch noch, okay. Na komm, mach deine eigenen weg. Ich will eigentlich nur mehr oder weniger dich jetzt gerade haben und du haust bitte mal deine Leute alleine um. Wärst du so lieb? Vielen Dank. Der eine steht auf ihm. Das Bild ist schon cool. Nein, falsche Richtung. Wieder hoch. So, einmal zwischen ihm durch. Ah, da steht so Leute hier bei, die den spawnen lassen. Aua, jetzt hat er uns getroffen. Doch mal ausnahmsweise getroffen.
Okay, der räumt hier ganz gut ab. Kann er gerne weiterhin machen. Bisschen weg. Na komm schon. Und wow. Okay, ich weiß nicht genau, ob ich da wirklich eine Aktion machen muss, oder ob der einfach so umfällt, also dass man da immer trifft. Ich habe es noch nicht so ganz mitbekommen, ehrlich gesagt. Aua. Oh, ey, das gibt's doch jetzt nicht. So, den hätten wir. Und den einfach umgeworfen und ab ins Herz. So, und noch einmal. Und der letzte. Sehr schön. Und wir haben wieder ein Upgrade. So, jetzt interessiert mich mal, was wir auf der Seite ganz oben kriegen. Luftboost. Erhöht den Schaden, den du Luft... in was? Den deine Luftstiche verursachen. Okay. Nehmen wir das einfach mal. Und haben wir jetzt noch mehr Punkte? So ist es noch ein, zwei XP-Punkte für den nächsten Schritt. Nein, wir haben bloß einen. Okay. So. Oh, das Spiel mit den Vögeln. Wie war das denn gleich noch von der Steuerung her? Puh. So. Auf jeden Fall die Wand erstmal. Nee, die Taste war es nicht. Okay. Shit, wie war denn der für die Steuerung noch gleich? Mist. Okay, die auch nicht. Hä? Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade rumprobiere. Ich habe es tatsächlich echt vergessen. Nee, das war zurückspulen. Das habe ich gerade schon probiert. Ah, so. Okay. Den festhalten. Dann dahin. Weiterspringen. Den. So. Das hier ist echt schon teilweise etwas heftig gerade, weil man muss doch ziemlich viele Tasten kombinieren und vor allen Dingen liegen die zwei auf der gleichen Seite teilweise, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Aber wir kriegen das schon hin. Wir sind jetzt so weit gekommen in dem Spiel. Jetzt schaffen wir das hier auch noch. Okay. Einen Wasserspeier. Und dann drehen und den aktivieren. Wo ist der denn hingesprungen? Ach ja, man sollte auch dann Wasser aktivieren. Ja, ich stelle mich mal wieder ein bisschen blöde an, aber das kennt ihr ja nicht anders von mir. Mache ich doch eigentlich immer. So. Okay, das heißt nach oben. Und, das wurde sogar was. Wasser an. Boah. So und so. Boah. Okay, den Dreh habe ich jetzt raus, hoffe ich. Okay, das wird ja immer fieser hier. Da kommen wir doch unter durch, oder? Tatsache. Was gibt's hier jetzt Schönes? Ein paar Krüge. Okay, gibt's ein paar mehr Krüge. Aber leider keine Statue, oder wie? Nö, keine Statue. Schade, aber okay. Ach, da lang. Ja. Timing ist die halbe Miete. Ich habe nicht gesehen, dass das Teil ausgeht. Hoch. Und rüber. Okay, den stoppen wir mal gleich. So. Oh, entschuldigung, dass ich teilweise hier etwas konzentriert bin im Spiel, aber manchmal ist es doch echt eng. Och nee, ich hasse diese Pendel. Okay, können wir einfach schon aktivieren? Ja, gut geschafft. Freudenschrei, weil ich einen Pendel überlebt habe, okay. Pfeile. Gut. Den lassen wir nochmal da lang pendeln, nicht, dass wir reinrennen. So. Aua, ja. In dem einen sag ich's noch, in dem anderen rennen wir da natürlich rein. Ein Ticken zu früh, gut. Puh. Aua, Pfeile. Natürlich direkt hier an der Kante. Erstmal eine Armee. Warum auch nicht? Zum Glück haben wir unsere Schlagkombination erhöht. Eigentlich sollten wir jetzt mehr Schaden an denen machen. Wodurch die eigentlich schneller tot gehen. Ja, gehen sie auch. Definitiv.
Okay, wir müssen also runter. Weiter nach unten. Okay. So, das aktivieren. Wasser. Und runter. Das aktivieren. Okay, solange sich das nur wiederholt, sollten wir es doch hoffentlich hinkriegen. Okay, es wiederholt sich nicht nur. So. Oh, das hier ist echt eine fiese Stelle. Diesen Wechsel. Und da noch mal rüber. Okay. Wir haben das Seil verfehlt, das Banner verfehlt. Jetzt. Okay, wir schaffen den kompletten Abstieg nach unten, nur das Banner nicht. Das Schwert, das ihr sucht, ist hinter der Statue. Blickt die Statue auf die Kammer, öffnet sie sich. Ist das König Salomon? Ja. Unfassbar, dass ihr einen Mann kanntet, der eine Legende ist. Eure Legenden werden ihm kaum gerecht werden. Er war ein sehr weiser, gütiger Herrscher. Ihr fragtet, warum ich hier blieb. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich seine Heimatstadt nicht verlassen. Noch heute ist es für mich unvorstellbar. Aber ihr geht nicht fort. Razia? Das ist kein gutes Zeichen. Das dachte ich mir auch gerade. Wenn Razia weggeht, gibt's meistens Haue. Erstmal hier uns wie rein. Nein, 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 nein. Nicht so einer. Okay, gleich mehrere davon. Och, nee. Die hasse ich wie die Pest. Boah, ich habe keine Ahnung, von wo man die da effektiv trifft. Ja, nochmal ein bisschen zurückspulen, so dass wir vielleicht dann nicht unbedingt vorrennen. So, und dann erstmal da raus aus der Mitte. Und mal auf die Ecke und hier mal gucken, ob hier Leben drin ist. Boah, da kommt der schon. Und der nächste kommt wahrscheinlich auch gleich. Wieso treffe ich denn hier keinen? Okay, jetzt also sind wir ja eh tot, weil ich nicht weiß, wie ich die ausweiche. Wie ich den ausweichen kann. Okay. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich das hier überleben soll. Ich würde sagen, wir starten aber nochmal neu mit vollem Leben. Aber ich habe trotzdem gerade keinen Plan, wie. Ja, wir kennen's. Wie ich den überleben soll, den Dicken. Okay, der kommt hier raus. Okay, ich kann gerade machen, was ich will. Wow. Vor allen Dingen, der läuft auch perfekt auf uns zu und machen kann er, was er will. Okay, wir können auch nichts an ihm an Schadhaften ausrichten. Ich meine, es ist ja nicht schwer genug, gegen einen von denen durchzuhalten. Jetzt haben wir davon zwei. Puh. Tja. Irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Plan dafür. Ich meine, Monster dazwischen bringen ist das eine. Daran halten die sich aber nicht auf. Die rennen die einfach um, wenn ich sie mitkriege. Ah, mit mächtigen Angriffen kann ich ihn auf jeden Fall schon mal schaden. Nein, das war der falsche Attacker. Das wollte ich gar nicht. Boah.
Ich weiß nicht, ob das eine Taktik da ist gerade, aber das ist gerade ziemlich in die Ecke gedrängt. Würde ich sagen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Leben. Und jetzt gehen wir erstmal raus aus der Ecke da. Okay. Die sehen gerade ziemlich schon kaputt aus, wenn ich das so mal sagen darf. Okay. Mist, nicht aufgepasst. Okay, Nummer 1 ist hinüber, so wie es aussieht. Nein! Wir haben noch einen schon geschafft. Jetzt schaffen wir den zweiten auch noch. Bloß nicht zu weit zurückspulen. So, ausgewichen. Und hinüber. Okay, jetzt kommt noch ein großer, noch ein größerer, so wie das aussieht. Oh, wir haben kaum Leben. Obwohl ich den hier schon fast lieber habe. Denn den kann man einfach schön auf die Füße hauen. Mit gezielten Angriffen. Und einfach ausweichen, dann trifft er einen nämlich nicht. Ah, die Folge hat jetzt ein bisschen Überlänge. Statt den typischen 15 Minuten, wahrscheinlich 20. Vermute ich mal, oder ein bisschen länger. Macht aber auch nichts, ausnahmsweise geht das ja mal in Ordnung, hoffe ich. Nur nicht in die Füße stechen. Uns umhauen. Wir hauen dir auf die Füße. Und weg ist er. Ich habe das Gefühl, wenn man das macht, muss man die Arme, also ihn ausweichen. Okay, wir können Punkte verteilen. Das machen wir doch mal glatt. In dieser Aufnahme noch. Und danach, glaube ich, verabschiede ich mich. Doppelte Gesundheit. Haben wir das noch gar nicht hier oben? Durch Feinde und Gefäße verdoppelte Gesundheit. Na, das nehmen wir doch sofort. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für die Aufnahme hier. Und wir sehen uns übermorgen wieder bei Prince of Persia. Vielleicht schon mit der letzten oder vorletzten Folge. Mal sehen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.